Noch nie war die deutsche Bevölkerung so unzufrieden mit einer Bundesregierung wie jetzt. 70% der Deutschen sind mit der Bundesregierung unzufrieden und wünschen sich eine neue. 70%, das ist ein historischer Rekordwert. Alice Weidel hat die Ampel sehr hart beschimpft und all ihre dummen und kriminellen Handlungen verurteilt. Das Publikum war schockiert und jedes Wort von Alice Weidel wurde von Applaus begleitet. Das ist eine unglaubliche Rede, du musst es sehen. Noch nie war die deutsche Bevölkerung so unzufrieden mit einer Bundesregierung wie jetzt. 70% der Deutschen sind mit der Bundesregierung unzufrieden und wünschen sich eine neue. 70%, das ist ein historischer Rekordwert. 70% sind es auch ungefähr, die mit der Arbeit des Bundeskanzlers unzufrieden sind. Auch ein absoluter Negativrekord. Womit haben wir es hier zu tun? Wir haben es mit einer Vertrauenskrise zu tun. Eine Vertrauenskrise in die Regierungsfähigkeit unseres Landes und auch eine Vertrauenskrise in die Institution unseres Staates. Lassen Sie mich beginnen mit der Migrationskrise. Die Migration ist wieder auf dem Höhepunkt, wie damals auf dem Wir schaffen das Willkommensputsch unserer ersten grünen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist aus meiner Sicht die erste grüne Bundeskanzlerin, die Deutschland hatte. Seit 2015 haben 2,4 Millionen Menschen einen Asylantrag gestellt. 2,4 Millionen Menschen. Die Dunkelziffer ist überhaupt noch gar nicht dabei. Auch nicht dabei sind die 1 Million Ukrainer, die zu uns gekommen sind. Das macht dann 3,5 Millionen offiziell in 8 Jahren. In diesem Jahr sind Menschen zu uns eingewandert an der Zahl von rund 200.000. Das ist von der Größe der Stadt Rostock. Bis Ende des Jahres wird geschätzt, dass wir 300.000 Asylanträge bekommen werden. Damit verbunden ist eine Erodierung der inneren Sicherheit in unserem Land. Angela Merkel hat gesagt, dass sie und ihre Regierung in der Migrationskrise gewonnen haben, die sie auch dazu beigetragen hat, sie zu entfachen. Ihre Worte sind angesichts der vielen kriminellen Geschichten mit Migranten sehr heuchlerisch. Welche Ziele hat Merkel bei der Aufnahme einer großen Anzahl von Flüchtlingen verfolgt? Es wäre äußerst naiv, den einflussreichsten Politiker Europas des menschlichen Mitgefühls zu vermuten. Die stärkste Volkswirtschaft Europas hat aufgrund der Alterung der Bevölkerung Arbeitskräfte gebracht. Das Migrationsproblem könnte dazu beitragen, die sozioökonomischen Politiken der Eurozone auszugleichen. Die größte Belastung in Form von Asylanträgen erhielten jene Länder, in denen die maximale staatliche Unterstützung in Form von Zuschüssen für Nahrung, medizinische Versorgung und Wohngeld garantiert wurde. Wir schauen uns die nächste Szene an, in der Frau Weidel sehr emotional ist. Liebe Freunde, so sieht kein nachhaltiger, zukunftsfähiger Bundeshaushalt aus. Das ist ein Leben auf Pump, ein Leben auf Kosten der zukünftigen Generationen, die hier um ihre private Lebensbildung und Vermögensbildung gebracht werden. Es ist wirklich unverantwortlich und ich darf das als Deutsche sagen, eine Schande für unser Land. Und ich schäme mich zutiefst fremd. Die Wirtschaftskrise. Deutschland ächzt unter der höchsten Steuer- und Abgabenlast. Über die höchsten Energiepreise. Deutschland war bekannt als Industriestandort. Ich wähle mit Bedacht die Vergangenheitsform, denn ich sehe das mittlerweile nicht mehr. Dazu komme ich gleich mit ein paar Zahlen. Deutschland hatte vormals die günstigsten Energiepreise und sicheren Strom. Das wurde alles politisch abgedreht durch unsere grüne Wunderkanzlerin der CDU. Die Energiepreise gehen durch die Decke
Und dass Deutschland völlig einseitig einen Sonderweg geht mit dem Erneuerbaren Energiegesetz, das wissen Sie auch. Die Politik setzt auf Flatterstrom, also auf Windkraftwerke und auf Solarpanels. Ja, bei einer Dunkelflaute funktioniert keins von beiden. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin viel in der Bundesrepublik Deutschland unterwegs im Auto, kreuz und quer. Und ich sehe eigentlich selten, dass sich ein Windkraftwerk irgendwie dreht. Und stattdessen wird unsere Natur zerstört, alles zugepflastert. Die Regierung zerstört die Natur. Insgesamt wurden rund 20 Millionen Quadratmeter des Reinhardswaldes vom Staat zerstört, um den Weg für den Großbau von Windkraftanlagen freizumachen. Das größte Windturbinenprojekt soll im Ökosystem Wald gebaut werden. Der Regierung ist die Natur egal, den Menschen egal, den Interessen Deutschlands egal. Alles, was sie tun, ist auf Zerstörung ausgerichtet. Schauen Sie, die deutsche Bundesregierung setzt die Prioritäten folgendermaßen. Die Deutschen dürfen nicht darüber entscheiden, welche Heizung sie im Keller hat. Ja, wir dürfen keine Ölheizung mehr haben, keine Gasheizung mehr haben. Es sollen jetzt strombetriebene Wärmepumpen sein. Aber die Deutschen sollen einmal im Jahr darüber entscheiden dürfen, ob sie jetzt Männlein, Weiblein oder divers sein sollen. Und das Ganze auch noch abzurunden, nachdem sie sich entschieden haben, heute Morgen schaue ich in den Spiegel, jetzt fühle ich mich als Hund, können Sie sich selbst beglücken, nicht mit dem Freifahrtschein auf freiem Saufen, sondern auf freiem Kiffen. So, das Kiffen soll ja legalisiert werden, ne, von unserem Panikgesundheitsminister Lauterbach, der ja auch die Impfpflicht durchdrücken wollte. Und da bin ich ganz stolz auf unsere Fraktion im Deutschen Bundestag und auch stolz auf die Bewegung hier, die die FPÖ gestützt hat, die Impfpflicht zu verhindern. Das GEG, was ich gerade angesprochen habe, ist ein breites Enteignungs- und Verarmungsprogramm für die Deutschen. In dem Moment, in dem die Deutschen gezwungen werden, ihre Heizung rauszureißen und durch Wärmepumpen zu ersetzen, kommt ein enormer investiver Aufwand dazu. Vielen Menschen bricht die Altersvorsorge weg. Die haben gespart fürs Alter auf eine Wohnung, teilweise vermietet haben. Das müssen sie dort investieren, weil mit dieser wundertollen Heizung, mit der strombetriebenen Wärmepumpe, kommt ein eklatanter Sanierungsbedarf mit dazu, weil diese Heizungen zutiefst ineffizient sind. Olaf Scholz lächelt weiter. Wenn die Fabriken insolvent sind, die Inflation steigt und überhaupt, vom Positiven, nur die Ausgaben des Staates für den Fotografen Scholz. Robert Habeck hat den Bewohnern des Landes empfohlen, keine neuen Heizsysteme zu installieren, die mit Gas oder Heizöl betrieben werden. Schließlich ist die Installation solcher Geräte unrentabel, da die Preise für fossile Brennstoffe steigen werden. Die Wärmepumpe zahlt sich innerhalb von 18 Jahren aus, wie er gesagt hat. Habeck hat angekündigt, die Verwendung von Öl- und Gasheizungen in Deutschland zu verbieten und beim Bau neuer Häuser Wärmepumpen vorinstalliert. Und nicht gesagt hat, dass der Anteil von Viessmann, den die USA gerade verkauft haben, 85% aller Verkäufe von Wärmegeräten in Deutschland ausmacht. Das heißt, die Bürger werden zwangsweise auf teure Technologien übertragen, aber das Geld wird jetzt überhaupt nicht in unser Land gehen. Bitte schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.